Willkommen zurück. So, wir haben noch. War die noch was zu so sagen? Viel nee. Platz. Tausende meiner Leute könnten hier leben und einander kaum sehen. Ah, müsste mal die Sonnenbrille abnehmen. Genau, wir haben noch ganz viele Aufträge. Können wir das eigentlich aktivieren? Hatte verfolgen oder so? Nee, nicht. Waren doch immer Sabina. Das Rufezeichen drin. Ne? Fetenstreit. Oh, da müssen wir noch. Oh nein, dann gehen wir doch erstmal dahin. Entschuldigung, Commander Shepard. Hätten Sie vielleicht einen Augenblick Zeit für mich? Wer bist du denn? Commander Shepard, mein Name ist Samish Bhatia. Bitte halten Sie mich nicht für aufdringlich, aber ich weiß nicht mehr, an wen ich mich wenden soll. Was brauchen Sie? Meine Frau war eine Marinesoldatin in der 212. auf Eden Prime. Ich habe beantragt, dass mir der Leichnam meiner Frau für die Urnenbestattung überstellt wird, aber das Militär hat abgelehnt. Warum haben Sie den Antrag abgelehnt? Dafür muss es einen Grund geben. Ich weiß es nicht. Sie sagten nur, dass es nicht möglich sei, meine Frau nach Hause zurückkehren zu lassen. Wir kümmern uns darum. Für mein Anliegen ist Mr. Bosker verantwortlich. Zuletzt sah ich ihn in der teuren Bar da drüben. Danke, dass Sie sich die Zeit nehmen. In der teuren ich möchte Bar. Meiner Frau nur ein anständiges Begräbnis ermöglichen. Na gut, dann gucken wir mal. Dong. Der teuren Bar hier drüben. Ah, das ist er. Sehr erfreut, Sie zu sehen, Commander Shepard. Ihre Aktivitäten haben für einiges Aufsehen im diplomatischen Korps gesorgt. Kann ich etwas für Sie tun? Ich komme im Namen von Samish Bhatia. Es geht um seine Frau Nirali. Nirali Bhatia starb auf Eden Prime, wie Ihnen Mr. Bhatia sicher erzählt haben wird. Ihre Wunden können keiner uns bekannten Waffengattung zugeordnet werden. Deswegen verwahren wir Ihre Leiche. Sie glauben, dass Ihr Leichnam kontaminiert oder auf andere Weise gefährlich sein könnte? Nein, Commander. Von Nirali Bhatia geht keine Gefahr aus. Ihr Körper ist vielmehr sehr wertvoll für die Allianz. Diese Teststudien könnten die Grundlage für bessere Verteidigungssysteme gegen die Geth bilden. Anders gesagt, Nirali Bhatia könnte nach ihrem Tod mehr Leben retten als zu Lebzeiten. Oh, guck, jetzt können wir auswählen. Entweder gutmütig oder als Haudegen. Versuchen wir erstmal. Forschungsdauer. Wie lange werden diese Forschungsarbeiten denn dauern? Das ist eine Langzeitstudie. Die Leichen werden wohl noch ein Jahr oder länger untersucht werden. Sie haben so viele Leichen für die Forschungen. Können Sie nicht auf eine verzichten? Nur ganz wenige Leichen weisen diese neue Art Waffenverletzung auf. Und die wenigsten sind gut genug erhalten für Forschungszwecke. Außerdem benötigen wir so viele Leichen wie möglich, um zu vernünftigen statistischen Werten zu kommen, Commander. Wann kann mit neuen Technologien aufgrund der Forschungsergebnisse gerechnet werden? Wenn wir Glück haben, werden wir in ein paar Jahren ein paar Technologien entwickelt haben. Sie wissen, wozu ich in der Lage bin. Wenn ich Nirali Bhatia will, bekomme ich sie auch. Commander, es ist wirklich nicht nötig, mir zu drohen. Doch, selbst wenn die Leiche hier auf der Zitadelle wäre, wären Sie bereit, sich den Weg freizuschießen, um sie zu bekommen? Diese Marines-Soldatin hieß Nirali Bhatia. Wenn Sie sie untersuchen wollen, nennen Sie sie beim Namen. Schon gut, Commander, ich gebe auf. Es war schon nicht einfach, Mr. Bhatia loszuwerden und ich will keinen Ärger mit Ihnen riskieren. Gut so. Sagen Sie Samish, dass die Leiche zur Erde zurückgebracht wird. Ich werde mich selbst gleich drum kümmern. Ein paar Jahre, das nützt uns gar nichts. Abtrünniger plus 9. okay. Da wird er gleich sauer. Sollte vielleicht ein bisschen vorsichtig mit umgehen. Auf jeden Fall kriegt er seine Frau wieder. Hallo nochmal, Commander. Haben Sie etwas gehört? Ich habe Mr. Bosker verdeutlicht, wofür wir wirklich kämpfen. Ihre Frau kommt nach Hause zurück. Ich danke Ihnen. Ich werde nach Hause gehen und alles vorbereiten. Es macht mich nicht glücklich,
aber es tröstet mich. Auf Wiedersehen, Commander. Okay. wir müssen aber auch diesen Streit. Wo war denn dieser Streit hier? Oder? Das war hier drüben, oder? Moment, guck mal auf die Karte. Ja, hier auf dieser Seite war es. Dann schlichten wir den anderen Streit auch nochmal. Da drüben stehen sie noch. Ja, genau, das hatten wir geregelt mit ein paar Münzen. Wer denn? Jetzt Offizier. Jetzt mal noch mit dem hier. Der Officer ist fort. Und diese Person ist froh darüber, den Ruhm der Entflammten zu preisen. Diese Person möchte Ihnen danken. Ich helfe immer gern. Diese Person hat nicht viel Geld, aber kann Ihnen dies hier anbieten. Jetzt kann diese Person endlich ungehindert die Wahrheit verkünden. Ja, aber nicht hier. Wo ist er hin? Können die sich beamen? So, aber wir haben ja eigentlich noch ein bisschen was. Anomalie. Ja. Ach, wartet mal. Horas ist, ja, das weiß ich nicht, ist da jetzt wieder Ruhe eingekehrt? Das ist ein Schnellreisepunkt. Da war ja auch noch ein bisschen was. Der Harkin, wobei der ja eigentlich jetzt uninteressant ist. Wir haben den Garus ja schon gefunden. Und wir müssen ja auch in die Zitadelle Sicherheit, die war da hinten. Ach, nimm es, Taxi. In die Bezirke. In Kuras Nest nochmal, ja. Scheint wieder offen zu sein. Höre Musik. Das ging flott. Erste Schießerei und schon wieder offen. Ja, tatsächlich. Guckt euch das an. So. Jetzt haben wir ein schönes. Oder können wir uns hinsetzen? Ah ja. Entspannen. Okay. Bonadin? Achso. Spannen? Na gut. Gehen wir wieder. So, jetzt schauen wir mal, was wir haben. Gast. Ich habe hier zu tun, aber nicht mit Ihnen. Oh. General Septimus, mit dem sollten wir doch reden. Commander! Was wollen Sie? Was belastet Sie, General? Ich habe schon viele schreckliche Dinge gesehen. Und es gibt in der ganzen Galaxis nur eine Frau, die mir helfen kann, sie zu vergessen. Dies ist erbärmlich. Wie kann eine Frau sie in diesen Zustand versetzen? Weil sie mich abgewiesen hat. Mich, Septimus Oraka, General der Turianischen Flotte. Ist sie das wirklich wert? Es muss doch andere Frauen geben. Ich will aber keine andere Frau. Ich will sie. Und nur sie allein. Hören Sie, ich weiß zu schätzen, was Sie da tun. Aber Sie verschwenden Ihre Zeit. Sie müssen wie ein General handeln, wenn Sie das überwinden wollen. Ich habe mein ganzes Leben wie ein General gehandelt. Wo hat mich das hingeführt? Nein, diese Zeit ist vorüber. Ich bin, was ich bin. Ein müder, einsamer, erschöpfter Soldat. Sie sind ein verdammter General. Hören Sie auf zu jammern. Ha! Sie haben Mumm. Es gibt in der ganzen Galaxis nur 5 Leute, die so mit mir reden würden. Denken Sie, das wäre leicht, sich zusammenzureißen und wie ein General zu benehmen? Es könnte nicht schaden. Vielleicht haben Sie recht, Commander. Shaira ist die Mühe wert, auch wenn sie mich nicht zurückhaben will.
Stehen Sie auf und gehen Sie, General. In Ordnung, ich gehe zu ihr. Nachdem ich kalt geduscht habe. Ziemlich lange. Sie sind ein kluges Köpfchen. Hätten Sie Interesse, ein paar Credits zu verdienen? Leicht. Was soll ich für Sie tun? Es gibt da einen Elkor-Diplomaten, der glaubt, Shaira hätte seine Geheimnisse verraten. Warum sollte er so etwas denken? Weil ich es ihm gesagt habe. Sie müssen ihm sagen, wie es wirklich ist. Wieso denken Sie, er würde mir glauben? Sie bringen ihm Beweise. Nehmen Sie dieses Datenpad. Da steht, wo ich meine Informationen herhabe. Es wird Shaira entlasten und den Elkor überzeugen. Das ist der neben dem Büro da von Ina, ne? Wem bringe ich es und wo ist er? Sein Name ist Xeltan. Ah, der ist er ist ein Elkor-Diplomat. Er ist drüben in der Botschaft und beschwert sich über Shaira. Gut. Auf Soldaten, die wie Soldaten handeln. Danke, Commander. Wissen Sie, Sie würden eines Tages selbst einen guten General abgeben. Mein Gast. Nicht jetzt. Ich sehe mir die Show an. Das Haken. Verschwinden Sie. Lassen Sie mich in Ruhe trinken. Ah. So reden. Zu. Das ist Jenna. Ah, die haben wir gesucht. Hey, ich bin sofort bei Ihnen. Ich muss mit Ihnen über Ihre Arbeit für die Zitadellsicherheit reden. Ich weiß nicht, was Sie meinen. Wenn Sie nichts dagegen haben, kümmere ich mich jetzt um meine Kunden. Das ist kein Spiel, Jenna. Diese Leute sind gefährlich. Jetzt klingen Sie wie meine Schwester. Warum machen sich alle Sorgen um mich? Ich kann auf mich aufpassen. Ich muss gehen. Ich bin keine Stripperin und werde nicht dafür bezahlt, rumzustehen und gut auszusehen. Sie tut so, als wäre sie tapfer. Hm. Ich hab zu tun. Die anderen Kellnerinnen können Ihnen helfen. Okay, Tagebuch. Wo war das? Ritas Schwester. Das haben wir wohl verbockt. Das war hier nichts, ne? Jetzt was? Treffen Sie mich an der Zitadell-Sicherheitsakademie, wenn Sie Fragen über Jenna haben. Was haben Sie eben gesagt? Hauen Sie ab, ich habe Ihnen nichts getan. Verdammte Neulinge denken, sie könnten sich alles erlauben. Okay. Das war seltsam. Was wollte er uns sagen? Ja. Das sollten wir lieber herausfinden. Genau. Mit Schellig sprechen. Ja, dann gehen wir doch mal dahin. Unteren Märkten. Mal gucken. Oberen Märkten, oberen Bezirken. Ne, wir müssen Taxi nehmen. Wo war denn das Taxi? Da. Präsidium. Zitadell. Ja, die war bei den Botschaften. Da müssen wir eh noch mit dem anderen reden, den Polonen. Nee, nicht Volonen. Wie heißen die? egal. Nehmen wir erstmal. Ja, das. Hier. Hier geht's auf jeden Fall zur Zitadelle Sicherheit. Gehen wir mal hin da. Und wir fahren wieder Fahrstuhl. Die Quarianer haben die gesamte Galaxis in Gefahr gebracht, als sie die Geth entkommen ließen. Ich hoffe, dass ihr Volk entsprechend reuevoll ist, Tali.
Sind die Turianer reuevoll, weil sie den sterilisierenden Genophage gegen die Kroganer inszeniert haben? Sie gehen davon aus, dass es ein Fehler war, sie zu sterilisieren. Oh, das war ein kurzes Gespräch. Ah. Was sind da? So, jetzt suchen wir jemanden namens Celik. Ja, dass der da gerade da rumläuft. Linien. Wenn der... Gut, gucken wir mal. Werden wir schon finden. Ah ja, hier war das, ne? Da ist er ja. Jalet, genau. Wieder hier? Haben Sie Korban gefunden? Sie haben mich angelogen, Jalet. Gelogen? Warum sollte ich lügen? Und was ist mit den Daten über den Keeper? Er hat es Ihnen gesagt? Ich wollte nicht, dass das geschieht. Ich fürchtete, Korban würde mich wegen der Daten umbringen. Daher hoffte ich, Sie würden sich um ihn kümmern. Ich werde die Keeper für Korban scannen, aber Sie müssen aufhören zu streiten. Sie helfen uns? Das ist wirklich sehr freundlich. Wenn Korban die ganze Sache vergessen kann, kann ich das auch. Danke für die Hilfe, Commander. Ich muss jetzt gehen und die Daten analysieren. Das ist irgendwie ganz schön der Wendehälse, oder? Ja, mal gucken. Aber wir suchen immer noch den Celik. Das? Hallo, Commander. Hallo. Das ist Celik. Ich bin Detective Celik. Kommen Sie mit in mein Büro. Ich würde das gerne unter vier Augen besprechen. Nichts für ungut, Commander, aber was haben Sie sich nur dabei gedacht? Wie bitte? Sie hätten Chennas Deckung auffliegen lassen können. Wir haben nur Informationen gesammelt, Celik. Dachte ich mir. Es mag kaltherzig erscheinen, Sie dem ganzen Risiko auszusetzen, aber wir behalten Sie genau im Auge. Müssen Sie für ein paar Informationen wirklich Ihr Leben riskieren? Dieser Job ist nicht leicht und oft unangenehm. Ich nehme jede Hilfe, die ich kriegen kann. Aber da Sie sich solche Sorgen um Ihre Sicherheit machen, vielleicht können wir uns ja gegenseitig helfen. Denken Sie immer voraus, Detective? Gehört zum Job. Also, helfen Sie mir nun oder nicht? Das haben wir nicht geglaubt. Okay, na gut, was brauchen wir? Ich brauche mehr Details, dann helfe ich Ihnen. Ich bin hinter einem illegalen Waffenhersteller her. Ich will nur ein paar Produkte. Dank Jenners Informationen habe ich herausgefunden, dass es einen Verkäufer hier auf der Zitadelle gibt. Sie treffen unseren Mann, Jax mit Namen, holen die Mods und bringen sie her. Damit habe ich alles beisammen. Warum machen Ihnen diese Mods so große Sorgen? Wir haben Zugang zu den fortschrittlichsten Waffen, die es gibt. Das verschafft uns Vorteile. Was meinen Sie, passiert, wenn wir die verlieren? Diese illegalen Mods verschaffen Verbrechern einen Vorteil, den wir nicht zulassen dürfen. Jax wird mir sagen, wo diese Mods herkommen. Nein. Wenn Sie Jax umbringen, macht das meine ganzen Nachforschungen zunichte. Oh. Wo kann ich diesen Jax finden? Jax ist in den unteren Ebenen der Märkte. Ich gebe über unsere Wege durch, dass Sie der Käufer sind. Viel Glück, Commander. Haben wir überhaupt genug Geld dafür? Das wird ja auch wieder interessant. So, ja, die unteren Märkte. Moment. Das war das Kommando. Hier lang. So, wir haben im Chorus-Netz gar nicht geguckt, ob da ein Keeper rumgeizt hat, ne? Nun gut. Ging's zu den unteren Bezirken? Ja, komm, dann gehen wir doch direkt mal dahin. Und wir fahren wieder Fahrstuhl. Haben Sie es je bereut, die Zitadellsicherheit verlassen zu haben, um Saren zu verfolgen, Garrus?
Einen abtrünnigen Spectre zu bekämpfen, wobei unzählige Leben auf dem Spiel stehen und es keine einschränkenden Regeln gibt? Ich würde sagen, dass es die Zitadellsicherheit um Längen schlägt. Ich freue mich, dass die bevorstehende Vernichtung allen organischen Lebens ihre Karrierechancen verbessert hat. Bisschen sarkastisch. Oh, sind wir schon da? Oh ja, der Fahrstuhl wird langsamer. Schön. Gucken, ob wir hier richtig sind. Die schon gescannt? Aus. Das ist offiziell lang. Und jetzt zu den unteren Märkten. Das ist schon wieder die Elbe, die Wong. Reden wir mal mit der Wong. Man erzählt sich von ihren Aktivitäten. Glückwunsch, dass sie Fist ausschalten konnten. Ich bin mir sicher, dass er tief in etwas hier verstrickt war. Haben Sie in seinem Büro etwas gefunden, das mir helfen könnte? Diese OSDs könnten ein paar Informationen für Sie enthalten. Sie haben Fists Dateien? Das könnte noch interessanter sein, als ich hoffte. Hier, bitte, Commander, für Ihre Mühen. Was wäre Ihnen eine zukünftige Zusammenarbeit wert? Zum Beispiel ein Interview nach meiner Untersuchung? Ein Exklusivinterview? Sie werden zuerst allein mit mir sprechen? Das sollte einiges wert sein. Darauf gebe ich gerne einen Vorschuss. Hier, bitte. Juhu, wir werden bitte rein. Entschuldigen Sie mich jetzt. Ich muss jetzt diese Disks überprüfen. 400, aber hoffentlich reicht das. So, warte mal, wir wollten aber zu den Märkten, ne? Die unteren Märkte, ne? Da müssen wir da laden. Hm, da. Naja. Kaufen wir einfach die Informationen. So viel zu militärischen Geheimnissen. Das Expat? Nee, dieser Jax, ne? Da ist Jax. Ah, hoffentlich klappt das. Wie viel Geld haben wir denn? 1700. Stehen bleiben! Das ist nah genug, Soldat. Haben Sie mein Geld? Ich bin nicht zum Gucken hergekommen. Zeig ihm die Ware. Sieht gut aus. Ist sie auch. Diese Mods sind die besten am Markt. Geben Sie mir jetzt meine Credits. Bitte sehr. Bitte sehr. Viel Spaß damit. Kommt, Männer. Wir sind hier fertig. Okay. Nach Plan. Und jetzt zur Zitadellsicherheit. Ah, das ist Taxi. Präsidium. Ach hier, kommen wir direkt hin. Bezirken ist es. Okay. So, dann gehen wir doch mal wieder da lang. Ne? Commander, Sie haben etwas für mich? Hier ist Ihre Lieferung, Chalik. Großartig. Das ist alles, was ich brauche. Vielleicht mehr, als ich brauche. Hier, nehmen Sie das, Commander. Das brauche ich nicht. Und Sie haben sich das für Ihre Arbeit verdient. Ja, toll, was Jenna betrifft, ich kümmere mich darum, dass wir sie sofort aus Koras Nest rausholen. Als nächstes brauche ich diese Mods als Beweisstücke. Danke nochmals, Shepard. Vorbildlich +8. Und ein Stufenaufstieg. Okay.
Heißt, jetzt können wir Xeltern ja auch. Moment, wir nehmen den Fahrstuhl, dann sind wir direkt bei Xeltern sozusagen. Dann müssen wir noch ins Flux. Stuhl. Zum Präsidium. In einem Bericht, den wir später senden werden, untersucht Emily Wong die Korruption auf der Zitadelle und enttarnt ein ausgewachsenes Verbrechersyndikat. Oh, flott. Das war schon. Werbung. Ach ja. Hier ist furzt einer. Ist aber ein langsamer Fahrstuhl. Ah, wir sind angekommen. Dann gehen wir erstmal nach Xeltern und erzählen dem, dass er sich beruhigen kann. Ah, der war da hinten drin. Da ist er. Seien Sie gegrüßt, Mensch. Dies ist leider kein guter Zeitpunkt. Ich weiß, wer Ihr Geheimnis verraten hat. Es war ein Turianer namens Septimus. Ungläubig. Ich kenne diesen Septimus. Er kann nichts von meinen Geheimnissen wissen. Er kann nur durch die Asari davon erfahren haben. Hier, das sollte Beweis genug sein. Verwirrt seiend. Ich kann mir das nicht erklären. Wenn der Turianer das selbst herausgefunden hat, bedeutet dies, dass alle mein Geheimnis herausfinden könnten. Aber stellen Sie sicher, dass Shaira von jetzt an rausgehalten wird. Verpflichtet zustimmend. Es ist offensichtlich, dass die Konsortin keine Schuld trifft. Erschreckte Erkenntnis. Ich muss mit der Konsortin sprechen. Sie wird sehr verärgert über mein Handeln sein. Ja, die wird schimpfen. Nervös entschuldigend. Entschuldigen Sie mich, Mensch. Ich muss jetzt gehen. Bis dann. Auf Wiedersehen, Menschen-Commander. Sie haben mir sehr geholfen, Commander. Zustimmend. Sehen Sie denn, nicht alle Menschen sind so, wie Sie behaupten. Ich bin sicher, dass der Erdling irgendwie Profit aus der Sache schöpft. Verzeihend. Hören Sie nicht auf meinen Volus-Landsmann. Sie haben sehr geholfen. Ganz gleich, aus welchen Beweggründen. Na gut. So, ins Büro von Dina gehen wir noch nicht. Nein, nein. Jetzt gehen wir... dahin. Zur Konsortin am besten, oder? Wie war die denn gewohnt? Ja, hier einmal über die Brücke rüber. Da unten. Den Kipp hat man auch schon gescannt, ne? Ich bin häufiger hingegangen, als es noch das Arkos war. Ja, aber seit Fist es übernommen hat, gehe ich da auch nicht mehr hin. Die besten Lounges werden scheinbar von Läden wie Koras Nest ersetzt. Die Botschafter-Lounge ist nicht schlecht, aber das Entertainment-Programm ist totlangweilig. Sie wird halt von Bürokraten geführt. Wahrscheinlich haben sie monatelang darüber abgestimmt, was für ein Entertainment-Programm laufen soll. Hey, das ist gar nicht unwahrscheinlich. So, gehen wir mal wieder hin. Septimus hat sich erklärt. Anscheinend möchte er, dass die Konsortin ihm verzeiht. Die Konsortin möchte mit Ihnen sprechen. Das hoffe ich doch. Ja, genau. Es ist schon lange her. Ich kann mich kaum noch erinnern.
Warum bist du zur Zitadelle zurückgekehrt und zur Konsortin? Ich weiß es nicht genau. Es klingt seltsam, aber es war, als ob ich einem Ruf folgen müsse. Nein, nicht seltsam. Viele von uns empfinden so. Aber du bist die Erste deines Volkes, der es so ergeht. Wirklich? Ich habe noch keine anderen Menschen hier arbeiten sehen. Aber ich wollte auch nicht fragen. Nach dir werden sicherlich noch viele kommen. Es ist nur eine Frage der Zeit. Dein Volk hat gerade erst angefangen, die Welt zu entdecken. Gute Ohren hat er. So, Konsortin. Commander, ich habe gerade eine reizende Nachricht von Septimus erhalten. Danke, dass Sie mit ihm gesprochen haben. Sogar der Elkor-Diplomat hat seine Kampagne gegen mich abgesagt. Es war mir eine Ehre, Ihnen zu helfen. Sie sind sehr freundlich, Commander. Aber Sie sollen mir nicht allein aus Freundlichkeit geholfen haben. Ich kann Ihnen noch etwas anderes geben, falls Sie Interesse haben. Natürlich. Es wäre mir eine Ehre. Mein Geschenk besteht aus Worten. Eine Bestätigung dessen, wer Sie sind und was aus Ihnen wird. Ihre Haut ist so dick wie die Schuppen der Turianer. Undurchdringlich. Eine Wand zwischen Ihnen und der Welt. Und sie beschützt Sie und macht Sie stark. Diese Stärke hat Sie überleben lassen, als alle anderen sterben mussten. Nur Sie haben überlebt und Sie werden weiter überleben. Das ist es, wer Sie sein könnten, aber nicht, was aus Ihnen wird. Es ist nur die Grundlage für Ihre glorreiche Zukunft. Denken Sie an diese Worte, wenn Sie einmal zweifeln sollten, Commander. Das war's schon? Na dann, danke. Schließen Sie die Augen und entspannen Sie sich, Commander. Ah ja. Na klar. Hier, Commander, als Belohnung für Ihre Bemühungen um den Elkor-Botschafter möchte ich Ihnen dieses kleine Schmuckstück schenken. Hast du das nicht gerade schon? Was ist das? Ein kleines Geheimnis. Ich habe nie erfahren, zu was es gut ist, aber ich fühle, dass jetzt die Zeit gekommen ist, es weiterzugeben. Und jetzt muss ich Sie bitten zu gehen. Ich habe alles für Sie getan, was in meiner Macht stand. Und denken Sie an meine Worte, Commander Shepard. Sie werden Ihnen Stärke geben. Ja, ja. Okay, so, dann haben wir ein bisschen was abgearbeitet. Oh ja. Auch der Fell. Hat. Gieber müssen wir scannen. Seine Übertragung. Ungewöhnliche Signale. Manch in der Zitadelle. Signalordnung haben wir noch. Durchgang. Müssen wir mal schauen. Gehen wir erstmal hier raus. Sie sind bei der Allianz. Mein Bruder ist als Soldat auf der Erde stationiert. Okay, die haben Hunde, die haben auch nie was zu erzählen. Schön, Sie wiederzusehen. Die Konsortin ist sehr zufrieden mit Ihrer Arbeit. Kann ich auf Ihrer Klientenliste nicht weiter nach oben rutschen? Ich habe ihr doch geholfen. Sie ist dankbar für Ihre Hilfe, aber dafür wurden Sie bereits belohnt. Die Klientenliste ist eine andere Angelegenheit und sie ist für die nächsten Monate komplett ausgebucht. Ich bin hier fertig. Wie Sie meinen. Sie sind jederzeit willkommen. Ja, ohne Termin, natürlich. Gut, dann werden wir uns in der nächsten Folge mal mit so mal gucken. Signalordnung der Fan. Keeper-Scan, da fehlen immer noch 5. Na gut. Aber wir werden noch mal nach der Signalordnung gucken und dann, ja, ich glaube, es wird mal Zeit, zum Diener dann zu gehen. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.